Wir haben sehr deutlich gesagt, und das haben wir auch hier, auch in der Diskussion um Russland sehr deutlich gemacht, dass wir einen konsequenten und seriösen Anti-Doping-Kampf wollen. Und von daher ist es für uns wichtig, uns auch dann mit seriösen Daten zu beschäftigen und denen auch nachzugehen mit aller Konsequenz. Aber im Moment fehlen detaillierte und konkrete Daten, auf denen man aufgesetzt eben die nächsten Schritte machen könnte. Diese Information, die in der letzten Woche durch die ARD genannt worden, auf der Grundlage von scheinbar Ergebnissen von 2001 bis 2010 sind so wenig konkret, dass es nicht seriös ist, an dieser Stelle da wirklich im Detail jetzt drüber zu sprechen.